Klaus Wobereit, vielleicht können Sie gerade noch mal beschreiben, was bedeutet so eine Veranstaltung wie die Goldene Kamera für Berlin? Das ist ganz wichtig. Berlin ist ein großer Medienstandort und die Goldene Kamera gibt natürlich Ausdruck dieser Situation und mit viel Glamour. Und wenn internationale Stars wie Kylie Minogue und Robert De Niro hierher kommen, dann ist das natürlich glamourös und das ist gut für so eine internationale Metropole. Ja, Robert De Niro war ja letztes Jahr auch schon da zur Berlinale. Da haben Sie ihn wahrscheinlich mal kennengelernt. Wie war er denn so? Nee, ich habe ihn letztes Jahr nicht getroffen und deshalb freue ich mich heute besonders. Nochmal zurück zur Goldenen Kamera. Haben Sie heute Abend einen Favoriten, eine Favoritin? Wissen Sie überhaupt, wer heute Abend so nominiert ist? Ja, wer nominiert ist, das weiß ich. Aber wer gewinnt, wissen wir ja noch nicht. Mit Ausnahme derjenigen, die ja da schon bekannt sind, wie Alfred Biolek für sein Lebenswerk. Das finde ich gut. Der hat viel Unterhaltungsgeschichte geschrieben im deutschen Fernsehen und hat es wirklich verdient. Und natürlich Robert De Niro, freuen wir uns auch alle drauf. Vielleicht Fan von Jessica Schwarz oder Ulrike Grumbi oder Ulrich Tukur? Na, ich drücke auch Matthias Brandt die Daumen. Wäre auch schön, wenn der eine goldene Kamera bekäme. Dankeschön, Klaus Wobereit.